Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop heute an. Und dort haben wir heute den Tiefsee-Schlepper-Skin, den ersten neuen Skin tatsächlich in dieser Season. Und das ist, soll im Prinzip irgendwie so eine Boje darstellen und eben halt überall auch solche Muscheln oder solche Unterwassertiere. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus und der ist sogar ein reaktives Outfit und zwar leuchten die Augen in der Nacht. Ist auf jeden Fall ganz nice und dazu gibt es natürlich auch das Anker-Backpack, alles eben halt in diesem klassischen Wasser-Theme. Und dann gibt es dazu noch den heftigen Haken, im Prinzip so ein Angelhaken tatsächlich. Und alles, wie gesagt, sehr, sehr passend natürlich zu diesem Thema. Ich denke mal, die meisten Skins in der Season, beziehungsweise gerade am Anfang dieser Season, werden diesen Stil behalten. Dann haben wir als nächstes den Fling-Skin und dazu die Glücksechse als Spitzhacken. Dann die Stahlraster-Lackierung noch dazu. Dann haben wir als nächstes hier den Sakya-Skin mit der Himmelsch-Lackierung, der Tugend-Spitzhacke, dem Malkor-Skin noch und dann der Böser-Blick-Spitzhacke. Dann haben wir zunächst noch den Cloaked Shadow Skin, dann die Spektralhacke. War mal eine Zeit lang gefühlt einfach einmal pro Woche immer im Shop. Mittlerweile ist sie tatsächlich deutlich seltener geworden. Dann haben wir noch den Electro Swing Emote. Dann als nächstes den Verge Skin. Dann voll ablachen. Und dann als letztes noch Jubelstimmung. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.